Tom Neuwirth alias Conchita Wurst is back. Lange haben wir die Sängerin nicht mehr gesehen. Das liegt natürlich auch an Corona. Bei der Premiere der neuen Show Arise im Friedrichstadtpalast erscheint Conchita endlich wieder ganz glamourös in einer besonders figurbetonten Abendrobe. Ja, es ist Jersey-Fetzen halt. Nein, I love it a lot. Ich sage das sehr respektvoll, meine Güte. Und es ist natürlich kein Fetzen, aber ich fühle mich so wohl und wir waren alle schon so lange mehr auf keinem Red Carpet mehr. Ich bin schon so lange nicht mehr von Fotografinnen angeschrien worden. Ich habe es vermisst. Den Look verändert Conchita regelmäßig. Besonders die Frisur variiert. Die lange schwarze Perücke, eigentlich Conchitas Markenzeichen, bleibt aktuell zu Hause. Ja, momentan trage ich keine Perücken, weil meine Haare schon so schön lang sind. I love it so much. Tom Neuwirth hat sich in seiner Karriere immer wieder neu erfunden. Denn ob nun Conchita, Tom oder einfach Wurst, eine immer gleichbleibende Kunstfigur wäre ja auch langweilig. Ja, am Ende des Tages bin ich halt immer ich und es hat immer so ein bisschen eine andere Verpackung. Ich finde es bei mir, es geht auch immer um Weiterentwicklung. Ich will wissen, also ich will mich auch spüren, so authentisch, wie ich mich spüren kann in dem Moment. Und es hat halt immer ein anderes Gesicht auch irgendwie. Am Ende des Tages ist es immer das gleiche Herz und immer die gleiche Stimme, aber mich kann man fast alle Namen rufen, Hauptsache es geht um mich, ich drehe mich um. Conchita Wurst ist an diesem Abend nicht nur als Gast in der Show, sondern hat auch zwei eigene Songs beigesteuert. Einer der beiden ist Conchitas neue Single Body Morphia. Also Body Morphia ist, wie es auch im Stück dargestellt wird, es geht um Body Positivity und wir sind alle schön, so wie wir sind, in den verschiedensten Facetten. Und in vielerlei Hinsicht geht es in diesem Lied auch darum, gerade nicht um Erlaubnis zu fragen, was man denn darf oder nicht und sich auch kein Blatt vor den Mund zu nehmen, gerade was das Aussehen auch anbelangt. Und genau, wieder mal ein Song, der der Selbstbefreiung dient. Man mag es kaum glauben, wenn man Conchita so ansieht, aber auch die Österreicherin kennt das Gefühl, äußerlich perfekt sein zu wollen und nicht zu genügen. Man ist irgendwie nicht gefeit von dem, was man so viele Jahrzehnte lang gelernt hat. Und ich, wie die meisten von uns, habe die Pandemie eher in einer ruhigenden, wartenden Position verlebt und habe auch meine Corona-Kilos dazugewonnen und habe gemerkt, dass ich wirklich dahinter bin, das irgendwie auch wieder weg loszubekommen. Und dann denke ich mir so, Moment, ich bin genauso in diese Falle getappt von irgendeinem Schönheitsideal, das ich mir vorstelle, das ich irgendwie erfüllen muss. Also es gibt für uns alle, glaube ich, noch viel zu tun, aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, immer wieder zu sagen, es ist vollkommen wurscht, wie wir ausschauen. Es geht wirklich darum, es fängt bei einem selbst an und wenn man sich selbst gut leiden kann, dann kann man auch alles nehmen, wie man eben ist und liebt auch alles an sich selbst. Aber ich bin davor auch nicht gefeiert. Ich denke mir dann auch, ja, brauche ich jetzt eine Diät oder where are we going from here? Und das ist echt ein Prozess und ich glaube, das wird erst über die Jahrzehnte lang aussterben. Ein gutes Schlusswort, das wir so ganz einfach stehen lassen.